Ja, mach mal weiter, Organ. genau. Organe. Ja, so. Ja, so. Unser Aufzug. Ab hier wird's leider etwas lästig. Ist es längst. Hier müssen wir durch, zu Reaktor 5. Ich fürchte, das wird nicht leicht. Ha, für uns alles kein Problem. Da ist der Pfeiler von Reaktor 5. Also, wo lang? Plan E über F, G und dann H. Oh, noch mehr Ausweichpläne? Nein, wir sind in Abschnitt F. Also über G, weiter zu Abschnitt H. Mit dem Aufzug von Abschnitt H kommen wir bis kurz vor den Reaktor. Dort müsste Biggs schon auf uns warten. In den Slums geht der Tag langsam zu Ende. Kommt, gehen wir. Heizen wir Shinra richtig ein. Ohne Netz und doppelten Boden. Sei still und lauf rüber. Hinter dem Tor, da liegt Abschnitt G. Wir müssen hier lang. Ja. Alles normal. Das Tor geht sicher nicht, weil die Stromzufuhr unterbrochen wurde. Wir müssen uns was einfallen lassen. Ist kein Strom drauf. Wir könnten es da oben mal versuchen. Ob das Tor gar nicht benutzt wird? Ich glaube, hier oben verirrt sich generell niemand bei Verstand hin. Aber irgendwer muss die Anlage doch warten. Hier pfeift alles aus dem letzten Loch. Hoffentlich gehen die Geräte noch. Warnung, Stromversorgung unzureichend.
Hat keinen Zweck. Hier, seht mal. Notfallprotokoll bei Strommangel. Bei unzureichender Stromversorgung Höhenstrahler ausschalten. Mit den Höhenstrahlern sind bestimmt die Sonnen in den Slums gemeint. So nennen wir die Lichter zum Ausleuchten der Slums. Kurz gesagt, wenn wir das Licht da ausschalten, geht das Tor auf. Aber was sollen die Leute in Sektor 4 ohne das zusätzliche Licht machen? Sobald wir den Reaktor in die Luft jagen, gehen die Strahler so oder so aus. Ja, hast recht. Gehen wir zurück. Anscheinend wird der ganze Strom hier für die Sonnen der Slums verwendet. Entweder das, oder kein Schwein kümmert sich um die Wartung der Anlage. Das Licht erleichtert uns das Leben. Aber wenn man an all das Marco denkt, das dafür nötig ist... Wow! Von hier aus sieht man erstmal, wie riesig so eine Sonne ist. Und der Schalter ist natürlich am Ende der Leiter. Wie? Noch weiter nach oben. Ich übernehme das. Okay, wir warten hier unten. Stromversorgung wiederhergestellt. Türmechanismen werden aktiviert. Na also, hat geklappt. Danke, Cloud. Damit werden wir in Abschnitt G. Ja, von hier aus geht es zum Reaktor. Diese Netze. Auch hier hat es sich ganz offensichtlich jemand gemütlich gemacht. Tja, wer weiß, was sich hier sonst noch alles eingenistet hat. Auf dieser Scheißplatte. Ich meine, auch noch geht schon. Was für ein mickriges Empfangskomitee! Je weniger, desto besser. Und tschüss! Der Feind ist perfekt. Verschwende! Verzieh dich! Wirklich. Hier kommt, bin ich drüber. Bleibt nur die andere Richtung zu gehen. Mal gut. Betrieb? Sicher auch wegen Strommangels. Kann uns doch nur recht sein. Ich beschwere mich jedenfalls nicht. Seht mal da oben. Die ganzen Abgase werden einfach in die Slums geleitet. Sind es die Abgase, die diese Kreaturen anlocken? Ja, genau wie in den Tunneln. Angezogen vom Marco, das Schiff abbaut. Thank you.
Alles okay, Cloud? Ja. Hast wohl auf die Materia geschielt, was? So nah und doch so fern. Der Weg von vorhin ist nun auch versperrt. Ach, irgendwo kommen wir schon weiter. Wir müssen wohl einfach weitersuchen. Vielleicht finden wir ja auch einen Weg zu dieser Materia. Nicht wahr? Ich habe es ihr auch schon oft vorgelesen. Lasst uns noch mal den Weg überprüfen. Zum Reaktor und der liegt hinter Abschnitt H. Ja. Unser Problem? Von hier scheint kein direkter Weg dorthin zu führen. Na, dann müssen wir halt einen Umweg in Kauf nehmen. Den würde ich mir gern sparen. Irgendwie müssen wir doch dahin gelangen. Da an der Wand entlang. Lasst es uns einfach mal versuchen. Mit einem Orientierungspunkt klappt's bestimmt besser. Hm, da hast du recht. Also steuern wir diese riesigen Lüftungsschächte an? Wenigstens sind die schwer aus den Augen zu verlieren. Seht mal, der Ventilator da. Als würden die Gase sich auflösen, wenn man sie einfach nur wegpustet. Das ganze giftige Zeug zieht runter in die Slums. Meine Kanne. Auf den Weg, hier komme ich! Okay.
Vielleicht kommen wir auf das Rohr da oben rauf. Ja, könnte klappen. Nee, oder? Ja. Ja. Ich habe keine Angst. Ein Fuß vor den anderen. Schön vorsichtig. Immer nur nach vorne. Nicht runterkommen. Da, jetzt habe ich runtergekommen. Junge, Junge! Bei dem Dröhnen wird man ja taub! Angst gekriegt? Ich doch nicht! Passt gut auf, dass ihr beiden dünnen Hühnchen nicht weggepustet werdet! Oh, Barrett, guck nach vorn und lauf! Ja. Mir nach, Leute! Wow, ganz schön zugig hier, was? Bisschen zu zugig, finde ich. Schön vorsichtig, okay? Ja. Was ist denn das? Da am Lüftungsschacht. Geschafft. Der Stress hat mich gerade ein paar Jahre Lebenszeit gekostet. Obwohl, höchstens ein paar Sekunden. Vorne ist schon Abschnitt H. Jetzt bloß nicht ausrutschen. Ist das der Lift, zu dem wir müssen? Der Hauptlift. Ja, das muss er sein. Das muss er sein. Dieser Hauptlift, von dem Bix gesprochen hat. Er müsste dort irgendwo warten. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Schon wieder. Dafür braucht es wohl drei der Strahler. Drei? Mit anderen Worten, alle Sonnen hier. Anders geht es wohl nicht. Wenn wir uns verlaufen, kommen wir hierher zurück. Das H1 ist gut sichtbar. Gut. Mal sehen, welcher Strahler von hier aus am nächsten ist. Der da. Die Sonne, die die Schatten des Slums erhellen, sind das Licht Shinras, das den Weg in eine Zukunft des Wohlstands weist. Bitte was? Das ist der Werbeslogan, den der Direktor über die Sonnen des Slums von sich gegeben hat. Tja, wenn es mit Shinra überhaupt eine Zukunft gibt, dann ist sie finster wie die Nacht. Oh, Materia. Yes.
geschwächt. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Wenn wir den ausmachen, sollte es gehen. Da, der Schalter. Na dann, Lichter aus. Ja, na klar. Wiederhergestellt. Das wäre Strahler was? Nummer 1. Jetzt noch die beiden Strahler da. Achtung! Abwehrsystem wird hochgefahren. Das Abwehrsystem. Das hat jetzt auch wieder Strom. Ist doch egal. Das verschrotten wir und dann auf zum Reaktor. Unbefugter Zutritt. Verteidigungsmodus wird eingeleitet. Mittelstreckengeschütze. Ein klarer Fall für meinen Einsatz also. Auf Nummer sicher. Das tut weh. Ja, die Abwehrsysteme laufen leider auch wieder. Die Stege lassen sich anscheinend bewegen. Toll! Muss unser Glückstag sein! Wo ist der nächste Strahler? Ja, besser wir behalten unser Ziel im Auge. Zum Glück sind die Dinger wenigstens schwer zu übersehen. Jetzt gibt's Ärger. Vorbei!
nicht schlapp machen. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du, was? Strahler Nummer 2. Nur noch dieser Strahler da. Das Licht am Ende des Tunnels. Hier kommen wir in die untere Ebene. Die hält mich doch aus, oder? Sind das da unten die Slums von Sektor 4? Ja. Willst du mal hin? Ich führe dich gerne rum. Macht ihr euch gar keine Sorgen? Der scheint jetzt zu gehen. Ja. Aber wir kommen schon irgendwo hin auf die Materie, ist klar, zu Alan. Geht's.
Das ist vorbei! Jetzt geht's Dresche. Volle Konzentration. Und tschüss! Zum Feiern ist später Zeit. Sieht aus, als wären wir im Kreis gelaufen. Mal sehen, wo ist der letzte Strahler? Gut gewesen. Der letzte Strahler. War ein ganz schöner Umweg hierher, was? Ihr habt ja keine Wegmarkierung. Und Jesse und Wedge sind auch nicht da, um uns zu helfen. Ja. Wie Bix wohl reagiert, wenn er hört, warum die beiden nicht mitgekommen sind. Er macht sich immer so viel Sorgen. Was soll das werden? Ein Ausflug? Naja, ich bin mal so. Jetzt zeige ich mich von meiner besten Seite.
bin mal so frei. Komm, wir hier gleich. Nein. Hey, so kannst du dir dein Geld abschmecken. Alleine schaffe ich das nicht. Ich mach's wieder gut. Gib mein Bestes. So wird das nichts. Wie schmeckt dir das? Yes!
dann. Oh, alles Gute kommt von oben. Das könnte sehr gut. Ja, also. Ich habe noch nie gesehen, eine blaue Materie. Ja.
Noch schon noch machen. Das war gerade Lapsas. Ja, Leute, das war so. Das war so ein Kerl.